Billie Eilish spricht offen über ihre Probleme mit ihrem Körper und ihrem Frausein. Billie Eilish: Ich habe mich nie weiblich gefühlt. Seit einigen Jahren ist Billie Eilish, 21, aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Die Bad Guy-Sängerin ist für ihre auffälligen Haarfarben und ihren coolen Oversized-Street-Style-Look bekannt, doch immer wurde all das begleitet von Kommentaren über ihr Aussehen, ihren Körper und ihre Sexualität. In einer neuen Variety-Ausgabe von The Power of Women sprach Billie nun darüber, wie sie jahrelang weiter Schlabberklamotten getragen hat, weil sie mit ihrem Aussehen und ihrer Identität gekämpft hat, sich nie begehrt oder begehrenswert gefühlt hat. Die Musikerin erklärte: Ich habe mich nie wie eine Frau gefühlt, um ehrlich zu sein. Ich habe mich nie begehrenswert gefühlt. Ich habe mich nie weiblich gefühlt. Ich muss mich selbst davon überzeugen, dass ich ein hübsches Mädchen bin. Die 21-Jährige stellte klar, dass ihre Pronomen sie, ihr seien, sie dennoch Schwierigkeiten damit gehabt habe. Ich identifiziere mich als sie, ihr und solche Sachen, aber ich habe mich nie wirklich als Mädchen gefühlt. Lange habe sie auch das Gefühl gehabt, dass andere Frauen sie nicht mögen würden. Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich mich gut mit Mädchen verstehen kann, so Billie. Billie Eilish: Ich liebe Frauen so sehr. Obwohl sie das Gefühl gehabt hat, bei anderen Frauen nicht beliebt gewesen zu sein, fühlt Billie sich zu Frauen hingezogen. Ich liebe Frauen so sehr. Ich liebe sie als Menschen. Ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen. Insbesondere zu den Frauen in ihrem Umfeld würde sie eine tiefe Zuneigung verspüren. Ich habe tiefe Verbindungen zu den Frauen in meinem Leben, den Freunden in meinem Leben, der Familie in meinem Leben. Ich fühle mich körperlich zu ihnen hingezogen, aber ich bin auch so eingeschüchtert von ihnen und ihrer Schönheit und ihrer Präsenz. Über Themen wie ihre Sexualität und ihr Liebesleben spricht Billie nicht gerne. Gegenüber Variety bezeichnete sie ihr Dating-Leben als seltsam und beunruhigend. Ihr Privatleben hält die Sängerin daher größtenteils auch genau das, privat. Ein offenes Interview wie dieses sind für Billie Eilish selten, umso schöner, dass sie sich nun getraut hat, öffentlich über solch private Details zu sprechen.